Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Ein neues Eternal Evolution Video und heute wollte ich mal wieder ein bisschen Ausrüstung mit euch checken, testen, was Sinn macht. Und heute wollte ich mal Leo, ich spiele immer im Full Attack Build und wir testen das mal und wir vergleichen das dann. Ich werde gleich ihm ein, was ist das Set? Ein Search Set anziehen. Search Set gibt ja AOE Damage Erhöhung um 30% und Leos Wirbel ist meiner Meinung nach als AOE Move einzuschätzen. Das dürfte ihn dann ordentlich Damage boosten und auch seinen Lifesteal dann natürlich auch boosten. Und das wollte ich mit euch mal ausprobieren. Wir gehen mal rein. Wir machen das am besten. Heute ist ein guter Tag dafür. Wir machen das am besten hier in diesem. Nicht hier. Im Crimson Rod. Gehen da mal rein. Und ich stelle mal Leo hier rein. Ich mache das mal eben alles kurz fertig. Eine Sekunde. So, ich habe das jetzt mal so aufgestellt und dann testen wir das jetzt mal, wie viel Leo im Full Attack Damage Set Schaden macht. Und danach testen wir nochmal das Search Set und dann können wir unser Fazit ziehen. Ich finde, hier kann man es ganz gut testen, weil man hier einfach 4-5 Ads die ganze Zeit um Leo rum hat. Und dadurch kann man den AOE Damage besser testen, als wenn man jetzt hier gegen nur einen Gegner oder so spielen würde. Oder in der Story kann man es auch meiner Meinung nach nicht so gut testen, weil in der Story halt auch so viel random Sachen passieren teilweise. Und deswegen testen wir es einfach hier. Hier ist es eigentlich straightforward. Leo hat die ganze Zeit dieselbe Anzahl an Spinnen um sich rum und kann da rumspinnen. Und wir testen den Schaden. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich das verhalten wird. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, Leute. Ob das Search Chat so für Leo sehr taugbar ist. Die eine Spinne explodiert die hier. Knapp. Das war knapp, sag ich so. Wer noch nicht mein Crimson Rod Video Level 6 gesehen hat, in absolut insaner Zeit. Da habe ich auch ein Video gemacht, checkt das auf jeden Fall aus. Das hier ist nicht mein Standard Crimson Rod Team, das ist jetzt einfach, weil ich hier was ich jetzt hier zusammengeschustert habe, um Leo zu testen. Wir lassen das mal ungefähr. Wie lange wollen wir das laufen lassen mit dem Damage? Ich sag mal so, wir machen einfach bis der Boss 50% hat. Und dann ziehen wir da ein Fazit, würde ich sagen. Und dann können wir ja auch sehen. Ja, oder wir machen noch ein bisschen länger, weil man muss es immer auf den ganzen Fight sehen, meiner Meinung nach. Wir machen nicht ganz bis der Boss tot ist, aber bis kurz bevor der Boss tot ist, weil ich möchte nicht den Boss gerne farmen, ich möchte einen anderen Boss farmen. Für meine Items. Deswegen möchte ich hier nicht unbedingt einen ganzen Try wegwasten, beziehungsweise zwei dann, wenn ich zweimal mache. Sieht, Leo macht ganz okay den Schaden. Meiner Meinung nach ist okay. Und deswegen, weil er hat schon ein richtig gutes Attack-Set hier bei mir und ich bin mal gespannt, ob er im Search-Set dann nochmal ein bisschen mehr ausrasten kann. Und auch, kann mir auch vorstellen, dass hier zum Beispiel im Crimson Rod die Spinnen als Summons gelten und dass man da mit diesem einen Set, was Schaden gegen Summons macht, auch nochmal ordentlich Progress machen kann. Das möchte ich auch auf jeden Fall nochmal austesten. Und das werde ich euch auch dann nochmal zeigen, ob das der Fall ist und wie sehr sich das auch auswirkt. Für die Leute, die nämlich noch Probleme bei Crimson Rod haben, möchte ich gerne Sachen rausfinden, um das zu helfen, weil ich fand den Dungeon auch sehr schwer. Und alles, was da hilft, finde ich,
ist natürlich nice. So, wir machen noch, bis die Welle an Spinnen tot ist, dann machen wir... Ah, okay, wir machen jetzt lieber einen Screenshot, bevor Ende ist. Ich mach das mal hier kurz ready, Sekunde. Ich habe den Screenshot gemacht, 71,8 Millionen hat er jetzt gemacht in der Zeit, bis die Spinne bei 11% war. Und jetzt lege ich eben kurz das Search-Set an und dann testen wir nochmal. Also kurz Sekunde. So Leute, ich habe das Search-Set angelegt. Man sieht hier vorne sind seine Werte. Im Search-Set hat er so gesehen, ja, was ist das, 700 Attack weniger, was nicht so viel ist als zum Attack-Set. Ich zeige euch meine Search-Items mal kurz. Also er hat gute Search-Items eigentlich an. Hier ist Attack drauf, hier ist zweimal Attack drauf, Attack-Prozent und nochmal Attack-Prozent. Also ihr seht ja, dass er auch kaum Attack eingebüßt hat in dem Sinne. Und er hat jetzt quasi 30% AOE-Damage dazu bekommen. Das wollen wir jetzt mal testen, deswegen gehen wir nochmal rein und ziehen unseren Vergleich und damit unser Fazit. Bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ob das Set richtig geil ist auf Leo. So. Seht das hier, es ist ein gutes Testareal, um das Set zu testen. Leo hat die ganze Zeit Leute um sich rum und kann da natürlich gut dann rumwirbeln. Ich sehe, dass er halt ein bisschen mehr Schaden hat, auf jeden Fall bekommt. Jetzt ist halt auch ein Mob, glaube ich, ein bisschen explodiert, was nicht so schlimm ist, aber. Weil der war am Anfang, stand der nicht so gut. Aber er kriegt ein bisschen mehr Schaden, weil ich jetzt nicht so viel Damage Reduction auf ihn habe, wie mit meinem Hero Set. Aber er leecht dadurch halt natürlich auch schneller und mehr. Was auch gut ist. Interessant wird halt zu sehen, ob sein Damage halt mehr ist. Bin ich sehr gespannt. Meiner Meinung nach müsste es mehr sein. Die Frage ist, wie viel lohnt es sich? Und dann testen wir in einem anderen Video nochmal das andere Set, um Crimson Rod einfach ein bisschen noch zu pushen. Hatten wir die Spinne gemacht, ne? Machen das jetzt wieder dann so, dass die Spinne bei 11% ist. Und dann ziehen wir unser Fazit. Ob Search Set nice ist auf Leo. Prozent. 26%. Ja, wir sind jetzt gleich an dem Punkt angelangt, wo wir dann den Screenshot machen.
laufe das Ganze hier schon mal ein bisschen runter. Okay. Ich werde jetzt hier den Screenshot machen. Sekunde. So, Screenshots sind gemacht und man muss feststellen, links hier, ich muss die Kamera ausmachen, Sekunde. So, ihr seht, links ist das Full Attack Set, in dem man auch minimal ein bisschen mehr Attack hat, aber man kann sagen, die haben ungefähr in beiden Sets ungefähr dasselbe Attack. Hier hat er 71,8 Millionen gemacht, das ist mehr als 11 Millionen weniger als im Search Set. Also man kann schon mal auf jeden Fall festhalten, das Search Set macht mehr Schaden. Und auch beachtet die Zeit. Es macht mehr Schaden in einer kürzeren Zeit sogar. Also man kann sagen, das Search Set auf Leo ist wirklich, wirklich, wirklich nice, um einfach mehr Schaden mit Leo rauszuprügeln. Also daher auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Benutzt das Search Set, Leute, wenn ihr mehr Damage auf Leo machen wollt. Ich mache die Cam mal wieder an. Ja, und wie gesagt, ich werde nochmal auch ein Video machen. Und ich werde nochmal testen, ob dieses andere Set hier was Schaden gegen Summons macht, ob das auch im Crimson Rod zu empfehlen ist. Kann man hier jetzt nicht sehen. Ja, es sind Summons. Es müsste also auch ein sehr geiles Set für Crimson Rod sein. Das werde ich auf jeden Fall für euch auch nochmal austesten. Ich hoffe, euch hat erstmal dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo raus auf dem Kanal, um keins der weiteren Eternal Evolution Videos zu verpassen. Und in dem Sinne, Peace, euer Resign 1.